auch das, den richtigen Klick finden. So, wird aufgezeichnet. Markus, die Bühne gehört dir. Vielen Dank, Stefan. Herzlich willkommen euch allen zu diesem Workshop Club PR. Ihr seid hier, weil euch das Thema interessiert, weil ihr es für wichtig haltet, das unterstelle ich mal. Und es gibt tatsächlich gute Gründe, als Toastmasters Club gute PR zu machen. Zum einen haben die Clubs massiv Mitglieder verloren. Hello, Elena. I think we have to switch to English now. Elena? Elena, could you say something, please? Are you there? Okay. Gut. Ich mache erstmal auf Deutsch weiter. Wenn Elena dabei ist, dann wird sie sich melden. Okay. Elena ist eine Freundin von mir, deshalb habe ich gleich darauf reagiert. Entschuldigt. Also, viele Clubs haben Mitglieder verloren. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, in Toastmasters-Kategorien ist es im DCP relativ hoch angesiedelt. Also 20% der Punkte, die man überhaupt über das Jahr erreichen kann, gehen auf Mitgliederneugewinnung. Damit ist also die Frage, wie kriegt man Mitglieder zum einen und zum anderen, wo sind diese neuen Mitglieder, die man vielleicht gerne im Club haben möchte? Denn Menschen können ja nur beitreten, wenn sie überhaupt von Toastmasters erfahren. Und unglücklicherweise sind Toastmasters zumindest in Europa nach meiner Wahrnehmung noch nicht besonders bekannt. Also, das Spiel geht also darum, von Unwissenden, die von Toastmasters noch nie was gehört haben, die Menschen zu überführen zu Interessierten, die sagen, ist super, möchte ich mir gerne mal angucken. Und die dann aber auch motiviert werden müssen, Gäste zu werden, um schließlich Mitglieder zu werden. Also ein vierstufiger Prozess, Menschen von Unwissenden zu Wissenden zu machen, zu Interessierten, zu Gästen, zu Neumitgliedern. Jetzt unterstelle ich mal, dass ihr alle zwar PR-Verantwortung habt, aber wenig Zeit. Und es ist also wichtig zu überlegen, wo diese Mitglieder, diese potenziellen Mitglieder sind, die wir erreichen möchten. Deshalb kommen wir jetzt gleich zur ersten Aufgabe. Ich teile mal meinen Bildschirm. Die Überlegung, was macht uns als Club einzigartig? Und dafür würde ich jetzt mal 5 Minuten zur Verfügung stellen, dass ihr euch ein paar Punkte aufschreibt, die euch als Club unterscheiden. Also was hebt euch ab? Zum einen natürlich von anderen Toastmasters, zum anderen aber eben auch, was macht Toastmasters für euch aus, was ihr kommunizieren möchtet. Also was sind die Punkte, über die ihr reden möchtet? Ich glaube, 5 Minuten reichen da in dieser Runde. Ja, wenn ihr mehr Zeit braucht, dann machen wir es ein bisschen länger. Also denkt an den Club, für den ihr PR machen möchtet. Das, worüber wir reden wollen, heißt jetzt nicht in dem Workshop, sondern mit den zu potenziellen Klienten. Genau. Ah, okay. Genau. Was erzählt ihr den neuen Mitgliedern über euren Club?
Vielleicht brauchen wir auch keine 5 Minuten, ja. Also hängt jetzt von euch ab. Also ich wäre fertig. Ich auch. Ja, ich auch. Okay, wer will loslegen mit den Punkten? Ich denke, wir können die alle vorlesen in sehr kleinen Runde, die ihr so habt. Kann ich mal? Also ich habe aber keinen normalen Club, ich habe einen Storyteller-Club. Dennoch, also was macht ihr? Bei mir geht es um Storytelling, also eine Geschichte erzählen, um mein Business besser zu verkaufen oder auch für privat. Das kann ich da lernen. Oder wenn ich auf einem Netzwerk treffen bin, dass ich da nicht einfach schweigend stehe, sondern weiß, was ich zu sagen hat und wie man es am besten sagt, das kann ich da üben. Sicherheit beim Reden vor Publikum. Bring das, was du zu sagen hast, auf den Punkt. Du hast die Möglichkeit, etwas zu sagen, statt nur zu reden. Also kriegst du als Feedback, dass du vielleicht zu sehr abschweifst oder viel zu viele hohle Worte von dir gibst. Und da wird das halt geübt, dass man da mehr auch was rüberbringt mit dem, was man sagt. Verständlich die eigenen Sachverhalte vermitteln, kurz und schnell eine Aussage treffen oder eine Antwort geben können oder um dein Vorstellungsgespräch zu üben. Und präsentieren, genau. Präsentieren habe ich auch noch stehen. Das waren so meine Punkte. Also super. Präsentieren heißt auch mit PowerPoint arbeiten, das meine ich damit. Das wäre mein Beitrag. Ja, super, Dankeschön. Mhm. Wer noch? Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ja. Also was will ich über meinen Club erzählen? Also erstens will ich erzählen, dass der Club, dem ich angehöre, der beste aller Zeiten ist. Mhm. Ich will etwas darüber erzählen, wie die Angst vorm Sprechen aufzulösen ist. Storytelling, wie Reden aufgebaut werden, wie die Struktur aussieht einer Rede. Wie gebe ich Feedback
Wie ist der Aufbau eines Feedbacks? Was ist sinnvoll, sprachlich auszudrücken beim Feedback? Und wie bereite ich den Feedbacknehmer auf mein Feedback vor? Ich möchte ganz gerne darüber erzählen, was unser Club alles anbietet, was man dort oder was meine Zielperson dort alles erfahren kann, ob moderne Medien oder aktuelle Medienentwicklungen, Podcast, Video, Kommunikation, über Präsentationen etc. pp., über die Aktivitäten des Clubs, also Social Events, Anleitungen zu Redeformaten, Umgang mit schwierigem Publikum und natürlich nicht zuletzt über die ganzen Möglichkeiten, dann auch in meine Führungsstärken oder Führungsfähigkeiten auszubauen, auf Basis der Kommunikationsfähigkeiten, die ich in dem Club lernen kann. Super. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Klasse. Vielen Dank. Christine, magst du weitermachen? Düsseldorf, der berühmte große Club. Ja. Mein Internet hatte gerade Aussetzer, deswegen bin ich mal schnell geflitzt und habe den Router woanders hingestellt. Ich hoffe, es ist konstant jetzt. Das ist ja, da hast du gleich. Das habe ich auch oft. Ja. Da hast du gleich schon unseren Haupt-USP angesprochen, wobei wir das eigentlich nicht an der Größe festmachen, sondern an der Professionalität, die damit kommt. Unser Motto ist, und das haben wir uns bei Lance Miller abgeguckt, einem amerikanischen Toastmaster, der einen wunderbaren Vortrag zum Thema Was macht ein Club erfolgreich gehalten hat. Mhm. Unser Motto ist We own this club. Also uns gehört dieser Club im Präsidium und wir entscheiden, wie der sein soll. Mhm. Als ich ins Präsidium gekommen bin, waren wir 45 Mitglieder und jetzt sind wir immer so um die 140. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen wachsen, aber wir wollen attraktiv und professionell werden in erster Linie. Und das hat sich dann zu einem Selbstläufer entwickelt. Also wir haben in der Corona-Zeit sogar eher noch ein Wachstum erfahren, statt dass wir geschrumpft sind. Und das hängt unter anderem mit der Größe zusammen, die nämlich sehr attraktiv nach außen ist. Ich sage mal, warum. Diese Größe, die ermöglicht uns Dinge, die kleinen Clubs nicht möglich sind. Zum Beispiel haben wir einfach durch mehr Mitgliedsbeiträge mehr Geld zur Verfügung. Wir können uns einen wirklich schönen, anständigen Clubraum leisten, was in Düsseldorf eine Herausforderung ist, wegen der hohen Mieten. Weil wir viele Mitglieder haben, haben wir natürlich auch viel Bedarf an Redeplätzen. Das heißt, wir haben 6 Clubabende im Monat und einer davon ist ein Advanced-Abend. Also wir haben sogar einen Advanced-Club im Club, denn unser Vorsatz war, wenn Leute einen Advanced-Club haben wollen, sollen sie dafür nicht noch ein zweites Mal Mitgliedsbeitrag bezahlen. Bei uns kriegen sie das in einem Mitgliedsbeitrag. Diese Größe bringt auch eine sehr große Diversität mit und eine Ansammlung an Kompetenzen. Also wir haben, das wisst ihr natürlich, bei Toastmasters ist das immer so, dass verschiedenste Altersstufen, Berufe, Herkunftsländer vorhanden sind. Aber bei uns ist das eben nochmal eine Potenz mehr. Und das bewirkt, dass jeder, der neu in den Club kommt, sich darauf verlassen kann, dass da mindestens einer ist, mit dem er sich gut versteht und mit dem er ähnliche Interessen hat. Das heißt, Leute, die neu dazukommen, die spüren sofort, dass sie da andocken können. Wir haben also bei jedem Clubabend meistens mindestens 5 Gäste, manchmal auch 10 oder 15. Und die kommen, wir lassen die so oft als Gast kommen, wie sie wollen. Also manche sind auch 10-mal als Gast da, bevor sie sich dann entscheiden. Der Vorteil von dieser Größe ist auch, dass unsere Clubabende stärker besucht sind. Also wir haben meistens mindestens 25, manchmal aber auch 30 bis 50 Leute an einem Clubabend. Und das bewirkt, dass man wirklich von einem Publikum spricht. Also denn als ich in den Club gekommen bin, waren an manchen Abenden manchmal nur 8 oder 10 Leute da. Und das ist ehrlich gesagt Freundeskreis-Speaking, aber kein Public-Speaking, weil du nach kurzer Zeit jeden kennst und auch nicht mehr nervös bist, ne? Aber wenn du vor 40 Leuten stehst, wovon du einen großen Teil nicht kennst, weil du nicht alle so gut kennen kannst, dann hast du das Gefühl, echtes Public Speaking zu machen.
Diese Menge an Leuten hat noch den Vorteil, dass nicht gleich 10% aller Mitglieder im Präsidium gebunden sind. Denn wenn schon ein Club 60 Mitglieder hat und 6 Präsidenten haben soll, also 6 Vizepräsidenten und einen Präsidenten, dann sind schon 10% der Leute im Präsidium involviert. Wir haben 12 Leute im Präsidium, aber das stresst uns nicht so, weil wir eben leicht Hilfe rekrutieren können. Also und zu den 12 Vizepräsidenten haben wir auch noch Assistenten, die dem Präsidium zuarbeiten. Wir sind sehr gut organisiert und haben ein sehr gut organisiertes Mentoring-Programm, was wir auch an den Clubabenden immer bewerben. Das heißt, Gäste, die da sind, die zum Beispiel über Meetup oder über Facebook kommen oder über unsere Webseite, die auch sehr professionell ist, Gäste bekommen sofort mitgeteilt, dass sie, wenn sie anfangen, dann nicht alleine rumirren, sondern dass man sie auch an der Hand nimmt. Durch unsere Größe können wir auch viele Extras bieten, die ein kleiner Club nicht so leisten kann. Zum Beispiel veranstalten wir einmal im Jahr, jetzt setzen wir gerade einmal aus wegen Corona, veranstalten wir eine Redenacht im Savoy-Theater. Das ist ein großes Theater in Düsseldorf, wo 450 Leute reinpassen. Und da trainieren wir 6 bis 8 unserer erfahreneren Speaker, trainieren wir dahin, dass die diesen großen Auftritt in einem öffentlichen Saal schaffen. Und auch das erfordert natürlich einen Haufen Kompetenzen, die man mit 20 Leuten nicht so leisten kann. Wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, was mit einem Business-Verlag veröffentlicht wurde. Also ist rundum, würde ich sagen, strahlen wir Professionalität aus, Organisation, Vielfalt und gleichzeitig Spaß. Also das ist so unsere Hauptmaxime. Wir sagen uns immer, es muss hauptsächlich Spaß machen, denn dann lernt man am besten. Und das Ehrenamt ist ein Krampf, wenn man das nicht mit Spaß machen kann. Mhm. Und wir bemühen uns, all diese Aspekte durchgängig zu kommunizieren. Also als erstes auf unserer Webseite, die sehr gut gefunden wird. Und dann haben wir einen YouTube-Kanal, wo unsere Redenacht-Videos drauf sind. Ja, was ganz neu ist, das ist aber jetzt nicht PR nach außen, sondern eigentlich mehr PR nach innen. Das ist eine Online-Community, eine geschlossene Online-Community, quasi wie ein Intranet für unseren Club, was nur von Clubmitgliedern besucht werden kann und oder von Ehemaligen. Die dürfen da drin bleiben als Alumni. Und gestern habe ich das nochmal, das ist ganz neu, gestern habe ich das vorgestellt am Clubabend und da haben gleich 2 Gäste gefragt, oh, ist das wirklich nur für Mitglieder? Also das hat schon eine gewisse Sogwirkung gleich ausgelöst. Ja, also ich werbe immer wieder gerne für diese Clubgröße. Ich weiß, dass das in der Toastmasters-Welt immer ein bisschen so suspekt ist und dass auf Area und District und Division Level oft die Devise ausgegeben wird, Clubs sollen sich teilen ab 40, 50 Mitgliedern. Wir waren da schon immer renitent dagegen, weil wir ganz klar die Vorteile sehen einer bestimmten Clubgröße. Und dafür möchte ich auch werben. Ja, denn wir sehen, das ist die Entscheidung des Clubs. Ja. Wir sehen einfach, dass es unheimlich attraktiv ist, die du angerissen hast. Und viele Leute kommen einfach von alleine zu uns mittlerweile. Darf ich dazu was fragen kurz? Ja, Markus, passt das? Ja, natürlich, klar. So, dieses interne Slack-Gruppe, gibt es da bestimmte Regeln? Nicht, dass das einfach nur ist, um Bildchen zu schicken gegen Corona, sondern oder für Corona, sondern ist das eine spezielle Zielsetzung, was in dieser internen, sagen wir mal, Slack-Gruppe, also in dieser internen Kommunikationsgruppe, was da kommuniziert werden sollte und darf? Also unsere obere Prämisse bei allem, was wir von uns geben, ist immer, dass es mit Public Speaking zu tun haben muss. Oder wenn wir Leute für Workshops zu uns einladen, dann müssen die immer mit Public Speaking zu tun haben. Und so ist es auch dieser Online-Community auch. Ja. Also da gibt es einen redaktionellen Teil, wo wir Videos, Artikel, Beiträge veröffentlichen und die müssen immer mit unserem Club oder mit Public Speaking oder beidem zu tun haben. Also zum Beispiel stellen wir dann neue Mitglieder vor, ne, denn wenn du die Eisbrecherrede eines neuen Mitglieds verpasst hast, dann hast du eigentlich keine richtige Chance mehr, denjenigen gut kennenzulernen. Ja. Und wenn aber in diesem redaktionellen Teil in der Online-Community dieser Artikel, wo wir neue Mitglieder vorstellen mit Foto,
die bleiben da ja drin, sodass man da jederzeit nachgucken kann. Also es gibt diesen redaktionellen Teil, dann gibt es ein Mitgliederforum, wo Leute sich über alles Mögliche austauschen können. Und da erlauben wir auch, dass die das als schwarzes Brett benutzen. Also zum Beispiel, sie sagen, ich habe 2 Tickets für, kann aber nicht hingehen, wer will die haben? Ja. Mhm. Es wird natürlich administriert und moderiert, also falls sich einem jemand daneben benimmt, fliegt er raus. Ja. Gibt es dann noch Gruppen, die sich bilden können? Also zum Beispiel können sich da Golfer untereinander verabreden oder okay. Ja, unser fortgeschrittenen Club, den nennen wir Roastmasters, ne, die haben da eine eigene Gruppe. Mhm. Okay. Und wir nutzen das auch, um Neuigkeiten aus dem Präsidium zu verkünden. Also zum Beispiel, ab wann wir uns wieder hybrid oder in echt treffen können. Sowas würden wir da kommunizieren. Ja. Und die YouTube-Gruppe ist dafür da, dass man die verpassten Reden am nächsten Tag hören kann, dann werden die aber gleich wieder gelöscht. Oder bleiben die da auf YouTube? Nee, Reden im Club zeichnen wir aus Prinzip gar nicht auf, ja. Weil wir verbieten es sogar, dass jemand das mitfilmt, außer er spricht es vorher ab, sitzt in der ersten Reihe und lässt wirklich nur sich selber filmen. Denn uns ist immer wichtig, dass wir einen geschützten Rahmen bieten und dass auch Gäste das sofort mitkriegen, dass sie bei uns nicht Gefahr laufen, auf irgendwelchen Videos aufzutauchen. Also den YouTube-Kanal, Entschuldigung, nutzen wir bisher nur, um diese öffentlichen Auftritte bei der Redenacht im Savoy-Theater zu zeigen. Okay, alles klar, danke. Gut, okay. Super, das sind eine ganze Menge Punkte. Jetzt... Stefan, du hast wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen, oder? Ja, vielleicht einmal kurz noch zum Thema Düsseldorf. Ja, also die Größe ist, glaube ich, nie das Problem. Ich denke mal, das muss jeder Club für sich selber entscheiden, einmal kurz vom Distrikt her gesagt. Einzigen Punkt, wo ich immer argumentieren würde, wo man vielleicht nochmal nachdenken kann, ist, wenn halt ein Mitglied kann halt nur selten Officer werden, in Anführungszeichen, um zum Beispiel den Credit zu bekommen, weil da gibt es nur 7 Rollen. Die sind natürlich da begrenzt. Aber das ist der einzige Punkt. Die Größe ist, auch das mit dem Split, nochmal kurz gesagt, sollte nie unter 40 sein oder bei 40, das ist keine gesunde Zahl, um zu splitten. Also Minimum 60 oder mehr. Da kann dann, und das muss auch vom Club selber, also man kann es nicht aufdoktroyieren, das ist wirklich so eine Sache. Wenn der Club sagt, ich möchte gerne, dann bitte, wenn nicht, dann eben nicht. Kein Problem. Ja, das ist nett, dass du das so siehst. Wir haben ganz schön Druck erfahren durch eine frühere Area-Direktorin und auch nicht mal ein Jahr lang. Und das war gar nicht lustig. Vielleicht muss man da ja auch mal zusagen, dass historisch gesehen die Toastmasters International, also die Kollegen auf der anderen Seite des Atlantiks, immer gesagt haben, frühzeitig den Club teilen. Und das hat sich, Stefan unterstützt mich, vor 2 Jahren, glaube ich, geändert. Und die haben dann die Maßgabe rausgegeben, nicht unter 40 oder so, ne? Ja, also es ist halt so, ein gesunder Club ist halt 20 da, aber normalerweise ist es so, machen wir uns nichts vor, wenn du 2x20 Leute nur hast, dann hast du auf einmal ganz schnell zwei schwache Clubs und das ist halt das Problem. Ich wollte auch mal ganz kurz was zu sagen, ich glaube, wir gehen ja ganz vom Thema ab, weil wir sind ja mit Hanseredern auch mal 100 gewesen oder sind immer noch so knapp 100 in Hamburg, aber das ist ja eben nicht so organisiert, dass dann auch das Board größer wird. Also, dass das Präsidium oder der Vorstand größer wird und es werden auch nicht mehr Redeplätze bleiben. Die 4 Redeplätze für 100 Personen und das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn ich dann einen größeren Saal habe mit ganz anderen Bedingungen und das alles viel professioneller mache. Ja. Ganz klar. Ich habe ja schon gesagt, ich will gerne mal bei den Düsseldorfern vorbeischauen, einfach mal um zu gucken, wie ihr das überhaupt macht, weil für mich das ganz ehrlich gesagt ein bisschen Rätsel ist auf der einen Seite, aber das denke ich mal, wenn ihr das schon so professionell macht, dann funktioniert das ja auch. Anderes Thema, jetzt zurück zu dem eigentlichen Thema, fällt mir gerade ein. Worüber genau. Sprechen wir nochmal über Clubgröße, glaube ich, war das jetzt. Ja. Nein. Clubgröße. Genau. Oh, der Moderator ist tolerant. Genau. Also ein Punkt, Energie, Spaß und persönliche Weiterentwicklung sind, glaube ich, Kernthemen. Energie und Spaß, deswegen, was macht mein Heimatclub so besonders? Das kommt im nächsten Satz.
Also wichtig ist Energie, Networking und Spaß. Und Spaß kommt daher, dass wir uns schon den richtigen Namen genannt haben, gegeben haben. Wir sind die Münich Postmasters, was natürlich in München genau das richtige Wording ist, um halt Leute zu überreden, vorbeizuschauen. Übrigens haben die mich mit dem Namen auch geködert. Und die Leute sind total dufte, die sind richtig gut. Und man lernt halt sehr viele neue Leute kennen. Man lernt natürlich die ganzen Toastmaster-Sachen, ganz klar. Was mich wirklich freut, in dem Club haben wir sehr gute Redner, die auch schon auf District-Ebene gewonnen haben und dadurch natürlich auch sehr viel Expertise an alle anderen weitergeben können, was natürlich sehr schön ist. Das heißt, wir haben grundsätzlich eine sehr gute Qualität in dem Club. Und nebenbei Spaß nochmal, vielleicht da noch Anekdote am Rande. Aus dem Club und den Mitgliedern hat sich ein Comedy Club entwickelt, der mittlerweile auch semi-professionell in München gastiert und auftritt und selbst auf dem berühmten Schlachthof, wenn man den kennt, auf Bayern, das Ding haben sie schon mal voll gemacht, also mit 450 Leuten, Comedy Show. Machen sie, glaube ich, jetzt zweimal im Jahr. Jetzt aktuell natürlich nicht, aber ja. Also das ist schon gut professionell in dem Sinne an der Stelle. Und ja, das ist alles aus Toastmaster heraus entstanden und ich sag mal, auch die ganze Community in München ist natürlich da sehr gut unterwegs. Aber wie gesagt, mein Heimatclub ist Energie, Spaß und persönliche Weiterentwicklung als die drei Topics. Ja, super. Cool, das sind ja schon eine ganze Menge. So, seht ihr jetzt meinen Bildschirm? Ich wollte es nochmal teilen. Und dann muss ich hier noch den Klick machen. Share. Jetzt. Ja. Jetzt, genau. Also, nochmal geschmeidig F5 drücken. Für Vollbild. Nee. Das macht er mit Zoom nicht. So, jetzt aber, ne? Immer noch nicht? Vollbild schon ja, wir nicht. Wir haben die Folie, aber nicht in Vollbild. Okay. Aber wir können sie ja lesen, ist doch gut. Gut, alles klar. Das ist jetzt, nachdem wir die Punkte haben, die Clubs herausheben, gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter. Nehmen die und lassen diese Alleinstellungsmerkmale erstmal außen vor und gucken mal, nächster Schritt wäre, euch zu überlegen, was machen wir denn jetzt schon? Also, alle Clubs machen ja PR, da gibt es ja jedes Jahr ein PR-Mitglied oder ein Vorstandsmitglied für PR. Also, was sind die Stärken? Christine hat schon eine ganze Menge genannt. Intranet, attraktive Website, das wären dann Stärken. Opportunities, so Ideen, die ihr habt. Wohin könnten wir noch gehen, wenn wir die Kapazität hätten? Weaknesses sind dann die Sachen, okay, das machen wir, das läuft aber gerade nicht so gut. Markus, das wäre Folie 1, falls du das an geplant hast. So. Wir sehen immer noch Folie 1. Am Deckblatt? District 95 steht da, Masterclass Club. Okay. Ich muss vielleicht das Bildschirm teilen, nochmal beenden und nochmal neu starten. Ja, das mache ich. So. Jetzt Wortanalyse. Genau. Da wir jetzt schon relativ weit in der Zeit sind, weiß ich nicht, ob ihr das jetzt machen wollt. Aber vielleicht können wir es, ist es eine Anregung, dass ihr überlegt, okay, wo können wir noch besser werden? Aber die Frage ist natürlich immer, ist das, was wir tun, also beackern wir ein Feld, in dem potenzielle Neumitglieder sind. Das ist mir ganz wichtig, dass
zu sagen, denn es ist, glaube ich, nicht zielführend, wenn man einfach nur was macht, weil man es machen kann. Also, weil es heutzutage technisch möglich ist. Ja, als ich angefangen habe, mich mit Kommunikation professionell zu beschäftigen, da sah es so aus, so in den Nullerjahren, da hat man noch Pressemitteilungen verschickt, was man immer noch machen kann, aber das war eben auch somit das Einzige, was man machen konnte. Und die Möglichkeiten heute sind ja so vielfältig. Deshalb ist jetzt auch Ziel des Workshops heute Abend zu überlegen, was sind die Sachen, die wirklich die Mitglieder in den Club bringen. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? Wollt ihr euch jetzt dazu Gedanken machen, 5 Minuten, und das ganz kurz vorstellen, oder sollen wir lieber weitergehen und ihr macht das im stillen Kämmerchen hinterher? Was hältst du denn von Brainstorming, dass wir alle zusammen das eben machen? So. Ja, ist natürlich clubbezogen, deshalb weiß ich nicht, wie gut das funktionieren wird, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mhm. Vielleicht können wir mal uns auf die Weaknesses und Threats, auf die negativen Sachen konzentrieren. Was haltet ihr davon, damit wir es knackig halten? Okay. Ja, eine Schwäche hast du vorhin schon angesprochen, dass Toastmasters International praktisch keinerlei PR macht, also zumindest nicht in Europa, und dass man erst mühsam erklären muss, dass es nicht um Toastbrot geht. Das ist tatsächlich, finde ich, eine Erschwernis für die Clubs, und Toastmasters International überlässt uns quasi die gesamte PR, und zwar im Grunde vollkommen unprofessionellen Leuten, die das ein Jahr so aus Hobby machen, statt dass sie einen europäischen PR-Menschen hätten. Also das ist, finde ich, eine Schwäche, die wir irgendwie ausbügeln müssen. Ja, guter Punkt, sehr guter Punkt. Ja, ist natürlich immer die einerseits der Vorteil, andererseits der Nachteil von Toastmasters, jeder darf mal ran, ne? Jeder darf sich mal ausprobieren, und das Wissen wird dann über das Jahr aufgebaut und wird oft nicht oder nicht vollständig weitergetragen. Genau. Welche Weaknesses fallen euch noch ein? Also jetzt für eure spezifischen Clubs, für eure jeweiligen Clubs? Ja, auf jeden Fall auch die technische Bereitstellung von Ressourcen. Du musst immer einen haben, der sich mit Social Media auskennt. Du musst immer einen haben, der sich mit Webseiten, also mit WordPress auskennt, mhm. Flyers. Also das ist immer schwierig, dann das richtige Personal zu finden. Mhm. Weil es jetzt gerade im Jahreswechsel ist, denke ich mal, das ist allgemein ein Problem. Entweder macht es einer mehrere Jahre lang, oder es ist sehr volatil, und du siehst es auch an der Qualität der PR. Ja. Sprechen wir jetzt gerade über die Stärken, Schwächen und Herausforderungen der PR allgemein oder des PR-Zuständigen Clubs? Also bei mir wäre es auch im Club zu sehen. Das heißt, das ist sehr volatil. Der eine macht die Webseite neu und der nächste, der verschläft irgendwas. Also siehst du wirklich den Blog-Eintrag ein Jahr vorher. Das ist halt, das wird einmal eingeführt und es wird nicht fortgesetzt. Das ist immer das Problem. Genau. Also wir haben aus dem Grund sind wir mal mehr oder weniger auf jeder Social Media Plattform unterwegs gewesen, die es so gibt. Also man findet uns auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, auf Meetup, auf was weiß ich wo überall. Mhm. Und da ist für eine Person, die dann eine Verantwortung für übernimmt für 12 Monate, die Klaviatur, die da bespielt werden muss, die ist einfach zu groß. Also diese Fläche, dieses Spielfeld ist einfach zu groß für eine Person, wenn man sich nicht konzentriert auf, sag mal, ein oder zwei Kanäle. Das kann natürlich, und was häufig, also aus meiner Perspektive sehr häufig missverstanden wurde, auch in der Vergangenheit bei uns im Club, ist,
dass Regionalität durchaus ein Vorteil sein kann. Also du musst nicht auf Facebook eine internationale Präsenz eines Clubs in Köln haben, sondern du musst in Köln den Club präsentieren und nicht irgendwie mit internationalen Aspekten oder ja. über die eigenen Grenzen hinaus. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Das ist häufig eine Falle, in die die Leute tappen, ne, weil sie plötzlich merken, ey, ich bin PR-Verantwortlicher, ich muss jetzt die Welt neu erfinden. Also. Genau. Mhm. Christine? Darf ich da was zu fragen? Habt ihr denn einige von diesen Kanälen wieder aufgegeben? Also Xing und LinkedIn zum Beispiel? Olaf? Entschuldigung, ja, ich bin noch da. Ich habe auch die Frage, ich muss mal das Fenster zumachen, sonst war das ein bisschen laut. Ja, wir haben einige Kanäle davon wieder aufgegeben, beziehungsweise bespielen die halt auch nicht. Und das ist ein Punkt, wenn nämlich die Leute auf diese toten Flussbetten treffen, ja, dann werden sie auch nicht zum Club kommen. Und das ist meiner Ansicht nach die größte Ressourcenverschwendung aller Zeiten. Dann wäre es sinnvoller, wenn sie über eine Google-Suche, Rhetorikentwicklung oder Führungsstilentwicklung oder was auch immer, dann auf einen belebten Kanal, auf einen gefütterten, ja. Auf einen gefütterten Kanal stoßen würden. Ja. Dann merken sie plötzlich, da ist Leben, da ist tatsächlich Action und dann haben wir auch eine wesentlich größere Chance, auch die Leute zu kriegen. Genau. Ja. Christine, bitte. Ja, stimme dir vollkommen zu, Olaf. Was ich noch als zusätzliche Schwierigkeit empfinde, ist die Konkurrenz in einer Großstadt. Also wir haben, ich war jetzt dieses Jahr VPPR und habe versucht, Pressearbeit zu machen, eben für unsere Redenacht-Veranstaltung, die wirklich eine tolle Veranstaltung ist. Boah, aber diese Journalisten, die herrlich, also in der Großstadt Journalisten von was zu überzeugen und zu begeistern, ist hammermäßig schwer, weil tausenderlei andere wichtige Sachen gleichzeitig stattfinden, über die natürlich viel lieber berichten als über einen komischen Postclub, von dem sie noch nie was gehört haben. Ja, da hat man vielleicht in einer kleinen Stadt leichter, aber das war echt hart. Da kommt ja noch dazu, dass die Redaktionen, selbst von so regionalen Zeitungen wie Rheinische Post oder Kölner Stadtanzeiger, die werden ja eingedampft in diesen Kulturreferaten. Das heißt, die kriegen eigentlich ihren Content nicht mehr aus der Region, aus Aktiven, aus der Stadt, sondern die kaufen den Scheiß ein. Und dann sind wir wieder bei der Überregionalität. Und da ist es wirklich schwierig, sich dann mit Informationen über eine Veranstaltung, die man macht, zu behaupten. Absolut richtig. Ja. Genau, ist auch absolut meine Erfahrung in Hamburg. Ich habe da auch eine Idee dazu. Weiß nicht, ob du, Stefan, willst du noch was sagen zu den Weaknesses und Threats? Ja, also ich hatte ja schon einen Punkt genannt. Ja. Ich denke aber auch wirklich mal, dass die Clubs teilweise auch überfordert sind. Ne? Das ist halt wirklich das, was auch so ein bisschen rauskommt. Dass man wirklich vielleicht nur einen Kanal sucht, dass man wirklich nur ein Thema sucht und dann da drin arbeitet und das halt dann auch am Leben hält. Und ja. Zu dem Punkt mit den Zeitungen, ja, wir haben hier auch, wir haben vor drei Jahren ist es jetzt schon, den International Präsidenten Balrash Aruna Salam hier gehabt und wollten dann auch Werbung machen in den Zeitungen, da ist nichts in die Zeitung gekommen. Da ist gar nichts. Da stehst du wirklich vor der Tür und du kommst nicht rein, wenn du nicht weißt, wie man reinkommt. Also wenn es da nicht Techniken gibt und für ein Event war es halt dann auch etwas, ja. Ja, genau. 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 Also ich springe mal weiter und zwar, weil wir jetzt das Thema haben, ihr seht es, ja, Types of Media. Ja. Das sind in PR-Kategorien drei Arten oder drei Kategorien von Medien. Und die Journalisten in einer Großstadt irgendwo hinzubekommen, ist wahnsinnig schwierig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und das hat eine ganze Reihe von Gründen. Der eine ist, dass man...
dass Journalisten einfach unter hohem Zeitdruck stehen. Die müssen produzieren. Mein Bruder ist Online-Journalist und der hat eigentlich diesen Beruf mal gewählt, um Reportagen zu schreiben. Das ist aber in der Online-Medienwelt nicht mehr möglich. Das heißt, der hat seit Jahren seinen Schreibtisch nicht mehr verlassen. Was er gemacht hat, war mal an Silvester die leere Reeperbahn zu fotografieren. Aber das war an seiner Freizeit. Da war er draußen. So, uninteressante Geschichte. Kein Mensch will was von meinem Bruder hören. Der Punkt ist, die Leute haben einfach wahnsinnig Druck. Und wenn sie dann auf eine Organisation treffen, die einen komischen Namen hat und von der sie noch nie gehört haben, dann werden sie dieses Thema ganz sicher nicht machen, weil sie den Bezug einfach nicht sehen. Und deshalb ist es wichtig, sich diese drei Arten von Medien anzuschauen oder diese drei Kategorien von Medien. Ich habe es jetzt auf Englisch vorgestellt, Owned Media, also die Medien, die ihr selber habt. Christine hat gerade gesagt, eine gute Website, eine aktuelle Website. Das wäre sowas für Owned Media. Also eure Website könnt ihr selber gestalten, veröffentlichen und dann die so optimieren, dass ihr über Google gefunden werdet. Ja? Also totale Freiheit und das ist eine super Sache, das zu machen. Für mich, ich bin schon ein bisschen älter, ist eine aktuelle Website, die gut gepflegt ist, technisch in Ordnung ist, aktuellen Inhalt hat, erstmal das A und O. Und darüber habt ihr die vollkommene Kontrolle. Und ihr könnt das anders machen, aber für mich ist das der wichtigste Schritt für eine gute PR, damit euch Google die Interessenten bringt. Und da hattest du die, ich weiß nicht, Regionalität als Vorteil. Das hattest du gesagt, Olaf, ne? Das sehe ich ganz genauso. Ich bin gerade dabei, einen Club in Lüneburg zu gründen. Ihr West- und Süddeutschen kennt das vielleicht nicht so. Lüneburg ist eine Kleinstadt in Niedersachsen am Rande von Hamburg, die in puncto Lokalpatriotismus mit Köln so gleich auf ist. Und da kommt man dann auch rein in die Publikation, in diese Earned Media. Ja, wir starten einen Club für Lüneburg in Lüneburg und wir sind neu. Ja, das ist eine Sache, die super ist. Die eine Mitgründerin ist sehr gut vernetzt, also die kennt die Szene, aber das ist in einer Kleinstadt eine vollkommen andere Nummer, als das in München oder in Düsseldorf oder in Köln oder in Hamburg ist. Mhm. So, diese Earned Media, also diese Journalistenkontakte, die muss man aufbauen über einen langen Zeitraum und immer wieder mit den Leuten in Kontakt treten. Und dann auch nicht mit irgendjemandem, sondern mit Leuten, die genau diese Themen bearbeiten, die wir rausstellen. Also das ist eine schwierige Sache und da ist dieser jährliche Wechsel sicherlich auch nichts, was uns in die Karten spielt, sondern eher was, was uns das Leben schwerer macht. Also in der Kleinstadt kann man das machen, in der Großstadt, glaube ich, ist es eher verbrannte Zeit, das zu machen. Ein Zwischending, nochmal zurück zu den Owned Media. Das sind natürlich auch die verschiedenen Social Media Kanäle. Ich weiß nicht, Olaf hat es gesagt, ne? Ihr habt alles gemacht, was an Social Media geht. Und genau. Ja. Das ist eben eine Sache, die man machen kann, aber ich glaube, wie du auch sagst, es muss halt aktuell sein. Und die Schwierigkeiten, die es dabei gibt, ist zum einen, man muss überhaupt den Inhalt haben, den Content haben, um diese Kanäle zu füllen. So, da muss ja erstmal was Spannendes passieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Problem ist, die alle im Blick zu behalten. Und
Wo wir gerade dabei sind, weiß ich, ob das noch kommt. Ist es denn sinnvoll, wenn ich, also wir haben jetzt nur Facebook und unsere Homepage, aber wenn ich jetzt nehmen wir an LinkedIn und was weiß ich, Xing noch habe, ist das sinnvoll, überall das Gleiche zu posten, damit man erkennt, dass man beim gleichen Club ist, oder ist es sinnvoll, was Unterschiedliches zu posten? Also, ich würde eher was Unterschiedliches posten. Also ich würde mich für einen Kanal entscheiden. Da geht es dann sicherlich dann auch nochmal um die Zielgruppendefinition, weil du, genau. Weil du mit einer Website andere Leute ansprichst als mit einer, sagen wir mal, Regionalgruppe in Facebook oder einer Xing-Gruppe Hamburg. Da sind ganz andere Menschen drin, die haben ganz andere Erwartungen und das ist tatsächlich dann die Geschichte, wenn du so eine Hamburger Xing-Gruppe hast oder Rhetorikfreunde Schleswig-Holstein oder so mal als Beispiel, da wirst du ein anderes Thema anreißen als bei der Facebook-Gruppe oder bei Facebook insgesamt, wo du eine internationale Ausrichtung hast. Also genau. Die wird wenig interessieren, was in Kiel an Redefähigkeiten zu erwarten ist. Genau. Genau. Und das ist eben mein Tipp. Also das ist so ein bisschen die Essenz. Wir haben jetzt die Schwerpunkte haben sich ein bisschen anders entwickelt, als ich es geplant hatte. Aber das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber mein Tipp ist eben zu sagen, guckt euch an, wo die Leute sind, die sich für diese Themen, die ihr als Schwerpunkte definiert habt, interessieren. Vielleicht wart ihr auch bei dem Workshop über Club Identity vor 2 Wochen von dem Kollegen aus Münster. Ich weiß, Dorothee war da. Aber zu überlegen, wen möchten wir denn im Club haben? Und das sind vermutlich dann Leute, die so ähnlich sind wie die, die wir schon im Club haben. Also welche Altersstruktur ist das? Oder woher kommen die meisten? Ne? Zu gucken, aus welchen Kanälen kommen die? Und dann diese Kanäle stärker zu bespielen. Wie Dorothee jetzt gerade gesagt hat, ja, Xing oder LinkedIn? Das ist die Frage. Wollen wir mehr Deutsche oder wollen wir es internationaler machen? Oh. Ne? Und dann mit den Stichworten, die wir definiert haben. Kennt ihr dieses Instrument von Google, Google Trends? Habt ihr das mal benutzt? Nee. Also Google Trends sagt einem, also Google Trends kann man tatsächlich auch googeln, dann kommt die Seite. Und das sagt einem, welche Stichworte wie häufig in welcher Region gesucht werden. Also ihr könnt dann definieren Nordrhein-Westfalen, also ich glaube nach Bundesländern geht es vielleicht sogar noch feiner und dann kann man gucken, ja, wird denn mehr Redeangst gesucht oder wird mehr Präsentationsfähigkeit gesucht? Kann ich dazu was fragen? Bitte. Natürlich. Muss man dafür schon eine Frage vorformulieren, also dass du einen Themenkreis vorformulierst und zu diesem passend werden dir dann angezeigt, welche Suchworte am häufigsten gesucht werden? Oder fängt das quasi oben an mit Sex, keine Ahnung, was wird am häufigsten auf Google gesucht? Das ist wahrscheinlich pornografisches Zeug oder Corona oder so. Also muss man sich erst durch 800 andere Begriffe durchgucken, bis man mal bei Rhetorikthemen ankommt? Wie anders. Du gehst auf Google Trends. Ich glaube, das ist trends.google.com oder so. Aber egal, das gibt dir Google. Aber dann gibst du deinen Suchbegriff ein, also definierst deine Region, gibst den Suchbegriff ein und der spuckt dir aus, ja, das wurde im Monat oder im Quartal 50 Mal gesucht oder 500 oder 500.000 Mal. Achso, du musst die Suchbegriffe selbst schon einbringen. Okay. Mhm. Ja, das habe ich jetzt gemacht, als wir die Website für Lüneburg entwickelt haben. Und dann habe ich festgestellt, okay, Redeangst wird in Niedersachsen praktisch nicht gesucht. Weil die Niedersachsen sowieso nicht reden. Oder weil sie große Angst haben, dass sie gar nicht loswerden wollen. Ich weiß es nicht.
Aber das sollten die Niedersachsen Angst haben. Gut. Das ist ein Level. Die Rheinländer sprechen über Niedersachsen, das kenne ich schon. Okay, das ist aber ein toller Tipp, das werde ich heute Nacht gleich ausprobieren. Ja. Genau. Also, und paid ist es jetzt, wäre jetzt dann Meetup. Paid wäre zum Beispiel Meetup. Hm. Paid wäre aber zum Beispiel auch Facebook-Anzeigen. Also bei Facebook kann man ja sehr, sehr fein einstellen, an wen Inhalte ausgespielt werden. Das ist dann schön, wenn man eben weiß, wen man erreichen möchte. Mhm. Ne? Also ich gucke hier mal, was ich mitgeschrieben habe von euch. Stefan, Energie, Spaß, persönliche Entwicklung, Networking. Also kommt jetzt Rhetorik nicht vor und Führungsqualitäten nicht vor, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das ist halt was anderes. Und für mich klingt das eher nach jünger, Ende Studium, Anfang Studium oder zwischen ersten und zweiten Job. Ist was anderes als, was Christine gesagt hat von Düsseldorf, Professionalität, Organisation, Diversität und Spaß. Das klingt für mich eher nach Selbstständigen. So Professionals im weitesten Sinne. Mhm. Ja, genau. Also andere Zielgruppe, also vielleicht eher Facebook als Meetup. Also bei ein Punkt ist mir noch eingefallen zu dieser zur Zielgruppenauswahl. Also Google Trends ist eine Möglichkeit, aber für Werbekunden haben auch viele Medien, zumindest die traditionellen Medienmagazine, die geben immer so Daten für ihre Anzeigenkunden raus. Ist jetzt schon ein bisschen im Bereich Earned Media oder Paid Media. Die sagen, ja, unser Magazin und unsere Website wird von so und so vielen Leuten dieses Alters und dieser Bildungsstufe gelesen. Und da kann man dann sagen, okay, das ist interessant, weil sich das mit dem deckt, das sind Leute, die wir in unserem Club haben möchten, oder eben, nö, es ist nicht weiter interessant. Dass die Leute, die dieses Magazin lesen, die wollen wir sowieso nicht im Club haben. Das gilt für online als auch für Print, ja? Ja, eher für Magazine. Für Social-Media-Kanäle ist es ein bisschen anders. Also, für Print, also ja? Mhm. Ja. Für Print, okay. Sehr cool. Genau, Blick auf die Uhr, 20 Uhr. Wollen wir noch weitermachen oder soll ich es zusammenfassen? Wie sieht es bei euch aus? Was hättest du denn noch? Genau. Ja, das meiste habe ich verschossen. Also meine Hauptbotschaft ist, tanzt nicht auf allen Hochzeiten, nutzt nicht das an Social Media, was da ist, sondern nutzt das an Social Media, in dem vermutlich eure Zielgruppe unterwegs ist. Also für internationale Leute, die in Düsseldorf 1-2 Jahre arbeiten, Expats sind und ein paar Kontakte suchen, vielleicht auch zu Deutschen, ist LinkedIn besser als Xing. So, und dann sagt ihr, okay, die möchten wir haben, weil wir gerne mehr Muttersprachler im Club haben, dann konzentriert ihr euch darauf und lasst Xing halt außen vor. Oder ihr habt so viele Leute im Vorstand, dass einer Facebook und einer LinkedIn und einer Xing macht. Aber nicht alles machen, sondern gucken, wo es sich verzahnt. Wo ist das, was wir als Club
haben, was uns abhebt und welche Leute wir sind und wo sind die Leute, die wir haben und wo greift es ineinander. Denn Sachen, die aktuell sind und Leute ansprechen, sind sehr, sehr gut und tote Kanäle und nicht gepflegte Websites sind, glaube ich, wirklich kontraproduktiv. Genau, das ist das zu Owned und Paid Media und zu den traditionellen Magazinen und Zeitschriften ist meine Erfahrung, dass es in der Großstadt praktisch nicht funktioniert. Also man kann es machen, wenn man das Projekt über mehrere Jahre macht und Kontakt zu Journalisten aufbaut, die halt genau da ihre Spezialisierung haben, dann kann man das hinkriegen. Also ich habe mal geschafft, als Hanseredner-Präsident in Zeit Online zu kommen, weil ich halt die... Und von diesem Artikel profitieren wir immer noch. Es gibt immer wieder noch Leute, die den finden und dadurch uns versuchen. Das ist auch richtig. Oh, super. Markus, den darfst du mir mal schicken. Das kannst du googeln. Deinen Namen, ja? Okay. Ja, und Toastmasters und Zeit Online. Tina Groll hat den geschrieben. Genau. Aber es wirkt dann wirklich lange. Genau. Tina Groll. Das hatte geklappt, weil ich gesehen hatte, dass Tina Groll über Rhetorik und Fortbildung was gemacht hat. Und dann habe ich die gezielt angesprochen, weil ich wusste, die ist in dem Thema. Das Thema interessiert sie. Und da war ich dann, habe ich sie ein bisschen genervt und dann hat sie es gemacht. Ja, weil es eben zu dem Glückwunsch, das war echt großartig. Ja. Aber es macht eben, was ich gerade merke, es macht halt keinen Sinn, so würde ich es als Laie machen und sagen, ich schreibe mal die Zeitung an, schicke da was hin, sondern eben erst mal rumzugucken, wer ist denn wirklich derjenige, der sich damit beschäftigt. Ja, genau. Genau. Ja. Und dann die Schwerpunkte zu setzen, berufliche Fortbildung oder Karrierewechsel oder Networking in Düsseldorf oder Expats in München. Also so über diesen Dreh. Genau. Und der letzte Tipp ist das aller einfachste Element für Mitgliederwerbung, liegt auf der Hand, kostet überhaupt nichts und ist absolut zielgruppengerecht. Wenn ihr jedes Mitglied dazu motivieren könnt, zweimal im Jahr einen Freund mit zu einem Abend oder eine Freundin mit zu einem Abend zu bringen, dann habt ihr ein immenses Clubwachstum, weil das super ist, wenn Leute von was begeistert sind und das Leuten erzählen, die ihnen vertrauen und die wissen, da ist kein finanzielles Interesse dahinter. So, ich tue dir was Gutes, komm mal mit, nimm dir die 2 Stunden, mehr kannst du nicht verlieren. Das ist die beste PR, die ihr machen könnt. Und das kostet fast nichts. Das ist mein Wort zum Gründonnerstag. Ja, dann danke. Lieber Markus, für den doch sehr informativen Workshop, auch wenn wir nur heute eine kleine Runde waren. Herzlichen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ich könnte natürlich noch Fragen loswerden, wenn noch welche da sind. Ja, habt ihr noch Fragen? No. Gerade erstmal nicht. Für mich war jetzt wie gut zu sehen, dass andere die gleichen Schwierigkeiten haben. Also, dass du sagst, in der Großstadt ist das schwer, Journalisten anzusprechen. Ich habe bisher gedacht, es liegt an mir. Aber wenn du das auch so bestätigst, dann beruhigt mich das etwas. Ja, mal, und ich freue mich total, dass ich den Verursacher dieses Zeitartikels hier getroffen habe. Schön, vielen Dank, Herr Schmerz. Ich bin ganz gespannt.
Ich hätte doch noch eine Frage, und zwar, wie oft muss ich das denn aktualisieren, dass ich nicht als, dass der Club nicht als Leiche wirkt? Ist das einmal die Woche oder einmal im Monat oder immer, wenn das Treffen rum war für die nächste Gelegenheit, oder wie oft soll ich das, sollte man das machen? Ich würde ich würde auf jeden Fall die alten Termine von der Website oder von den Kanälen runternehmen. Also es ist immer dafür sorgen, dass das Neueste da ist. Also im Fall von den Storytellers alle 2 Wochen. Mhm. Also ist, glaube ich, nicht so wichtig, dass immer ein super toller Bericht da ist für jede einzelne Stegreifrede, die gehalten wurde. Aber dass halt klar ist, okay, die Website ist aktuell und da stehen jetzt keine Termine von 2019 drauf. Ja, klar. Okay. Mhm. So. Und wenn dann was Tolles passiert, das draufsetzen und deinen Bericht schreiben, ein paar Bilder mit den Schlagworten, für die man gefunden, die ihr gefunden werden möchtet, also Storytelling. Und dann ist das schon mal gut. Also die Power Speakers hatten jetzt eine Seite, die war überhaupt nicht aktuell. Und dann kommt man leicht auf die Idee, der Club sei tot, war er nicht. Die haben halt nur ihre Website nicht gepflegt. Nur ich gehe da ja nicht hin, wenn da Termine von vor 2 Jahren stehen. Ja. Das ist eine verwaiste Website. Aber da vielleicht noch eine Ergänzung zu WordPress. Gibt die Möglichkeiten, wirklich den Kalender, den Veranstaltungskalender immer so aussehen zu lassen, als ob er gerade frisch gepflegt ist. Mhm. Wir haben das bei uns auf der Homepage, auch wenn da einige Contents nicht ganz die aktuellsten sind, aber der Veranstaltungskalender, der sieht dann halt tatsächlich so aus, dass immer die nächste Veranstaltung als die oberste erscheint. Und dann sind so die darauffolgenden 6 Wochen, 8 Wochen sind am Start und der Kalender schmeißt automatisch die alten Veranstaltungen raus. Wie heißt der Kalender? Der interessiert mich. Boah, wenn ich das wüsste. Ja. Das kann ich dir im Nachgang gerne noch mitteilen. Ja, gerne. Mhm. Ja, gerne hier auch. Hier ja, auch. Mhm. Ja. Wir machen immer so einen Countdown bei uns. Wie viele Minuten, wie viele Tage, wie viele Stunden, wie viele Minuten noch bis zum nächsten Treffen. Aber da gab es wohl schon eine Kritik von außen, von der ich jetzt nicht genau weiß, wie sie lautete. Aber, okay. Mhm. Ja. Genau. Ja, Markus, kannst du mir mal kurz deine E-Mail-Adresse geben, bitte? Ja, gerne. Markus mit K. Ja. Punkt Krause, wie der Hausmeister. Mhm. At yahoo.com. Etwas? Yahoo.com. Ach, Yahoo. Ja, mhm. Okay. Ja, alles klar. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe noch eine Yahoo-Adresse. Yahoo war was nochmal? Ja, genau. Yahoo. Markus, bist du so nett, das an Dorothee und Christine dann weiter zu und Stefan weiter zu schicken? Gerne. Ja. Okay. Wird allerdings morgen, bis ich es rausgeschickt habe. Ich habe jetzt gleich noch einen direkt im Anschluss. Das geht ja gar nicht. Markus, kann man sich mit dir auf Xing oder LinkedIn auch vernetzen? Das geht Markus auch. Markus gibt es wahrscheinlich viele. Auf Facebook bin ich am aktivsten. Ich weiß nicht, ob du auf Facebook bist. Ist jetzt nicht so professionell. Genau, mit der Yahoo-Adresse findest du mich da auch. Ich bin ansonsten Markus Krause 338, aber der Einzige mit dieser Yahoo-Adresse. Also Markus mit K. Krause. Der Hausmeister, herrlich. Yahoo.com. Hausmeister Krause. Ja, genau. Alles für den Dackel, alles für den Club. Als Toastmaster Nerds ist es halt nicht der Dackelclub, sondern der Rhetorikclub. Okay. Ja, vielen Dank, sehr super, ganz toll. Viel gelernt. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Osterfest, auch wenn es wahrscheinlich nur in der Familie stattfinden wird. Ja. Ein kleines Fest. Ganz kleine Runde. Genau, bei mir auch. Und ja. Wir werden morgen den nächsten Newsletter für die Workshops, die wir im April haben, verteilen. Das heißt, ihr kriegt von uns morgen nochmal eine E-Mail. Sehr gut, schön. Danke.
wird ein paar geben. Ich möchte an der Stelle noch einmal kurz sagen, also wenn ihr in euren Clubs Workshops habt, wo ihr meint, das wäre auch schön, dass wir die vielleicht etwas größer ansetzen, dass man vielleicht Leute aus dem Distrikt her mit einladen möchte, dann könnt ihr mir gerne jederzeit eine E-Mail schicken, dann können wir das immer für den nächsten Monat mit auf die Agenda setzen. Genau. Ja, super. Ja. Nice, ja. Dann, ja. Eine Frage, wir sind neulich von einem Toastmaster aus San Diego angeschrieben worden, Chris Nielsen heißt der, hat er euch auch angeschrieben zufällig? Nee, sagt mir so nichts. Komisch, ja, ich weiß auch nicht, wie der uns gefunden hat, aber der bietet uns und mehreren anderen Toastmasters-Clubs eine Art Storytelling-Workshop an und ja, wir probieren es jetzt mal aus, aber ich dachte, ihr habt vielleicht schon Erfahrungen mit dem gemacht. Kannst du es vielleicht auch nicht weiterleiten, die Adresse? Ja, genau, ich schreibe dem mal, dass du auch Interesse hast. Schreibst du mir deine E-Mail-Adresse eben im Chat oder ist sie einfach genug, dass ich sie mitschreiben kann? Ja, 6 kleine Buchstaben, D-O-V-O-F-R. Ja, D-O wie Dorothee, V-O von F-R Freier, @gmx.de. Ich weiß nicht, ob wir den schon an Land gezogen haben. Wir haben nämlich in jedem Monat einen Workshop gerade zu Storytelling. Und der Name kommt. Der bietet das unentgeltlich an, oder was? Christine? Ja, richtig, ja. Es hat mich erst ein wenig misstrauisch gemacht, aber ich habe ihn gefragt, warum er das macht. Und er sagte, also der macht auch Improvisationstheater. Und deswegen hatte ich einen Connect mit ihm, weil ich das auch mache. Und deswegen bin ich auch neugierig geworden. Und der sagt, es macht ihm Spaß und er möchte Kontakte nach Europa knüpfen, um da vielleicht später irgendwann als Speaker aufzutreten. Aber er verlangt nichts von uns, also auch keine Testimonials oder so. Deswegen probieren wir es jetzt mal aus. Und okay. Gut. Ihr Lieben, ich muss weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein frohes Fest, bunte Eier und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Danke. Ciao.